Ja, ich sehe es schon so, dass sich meine Partei in den letzten Wochen nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat, was auch Entscheidungen und auch den Umgang miteinander angeht. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass bestimmte Entscheidungen ohne persönliche Verletzungen und die dazugehörigen Äußerungen gefallen wären. Das kann man professioneller machen und ich wünsche mir, dass jetzt Ruhe einkehrt und dass wir ein gemeinsames Ziel haben, und zwar im Sinne der sozialdemokratischen Tradition, im Sinne dieser Tradition weiterzuarbeiten und auch wieder zur Geschlossenheit zurückzufinden. Ich denke, das dürfen die Menschen und auch diejenigen, die uns gewählt haben, von uns erwarten. Ja, ich werde in den nächsten Tagen an der SPD-Basis dafür werben, in die Große Koalition zu gehen. Das hat unterschiedliche Gründe. Auf der einen Seite denke ich, dass wir wirklich gut verhandelt haben, dass wir entscheidende Schlüsselministerien besetzen können und dass wir vor allen Dingen auch die guten Leute dafür haben. Aber der Koalitionsvertrag mit seinen Inhalten ist ja nur das eine. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass im Laufe jeder Wahlperiode völlig unerwartete Ereignisse eintreten, sei es die damalige Finanzkrise, sei es diesmal Brexit oder auch die Flüchtlingsbewegung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, in solchen Situationen ist es mir wichtig, dass Sozialdemokraten mit in der Regierung sind.